Hallo, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Midi. Hallo, da geht die. Ey! Geht die was? Die Sonne auf. Gut, Alter. Hat das Schaden gemacht bei dir? Bin mir nicht sicher. Also gespritzt hat das Blut ja Mein schon ein Bruder. bisschen, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch 90 von 109, aber ich war auch nicht ganz fit vorher. Ich habe nicht darauf geachtet. Und dann Ich hat habe auch tatsächlich nicht keinen doch. Schaden genommen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du mit einer Ich auch nicht. Maschinengewehr auf mich losgehst. Ach, da brauchst du auch keine Zombies, Ah, wenn du so nee, einen spielen ich musst. kann nicht in 2 Tagen auch selber erledigen, ist kein Problem. Okay. Ist mir vielleicht sogar lieber, ich weiß es noch nicht. Geht schneller auf jeden So, Fall. was ist denn jetzt hier? Wir machen heute einen kleinen längeren Ausflug. Ja, aber nicht dahin, oder? Okay. Doch, dahin. Ja? Ja. Also eigentlich müssen wir genau genommen die Richtung hier gehen, aber ich fürchte, dass wir in diese Richtung irgendwo auf So, Berg das ist stoßen der. werden. Links ist der Loot, oder was? Nee, der Händler ist das oben. Wo wir hinwollen. Bin nicht auf der Karte, kann das denn sein, oder ist das so weit weg? Das ist so weit weg, doch, doch. Bin ich Aber nicht. der ist, da musst du ziemlich rauszoomen. Der ist ziemlich weit im Süden oder was? Und dann ist das Dünn ist ja unten. unten. Genau. Ein kleiner gelber Punkt auf der Karte. Musst du aber schon ordentlich rausgezoomt haben. Nur das Ausrufezeichen. Lass uns los, Mann. Ja, Ich das ist lauf ja dir das hinterher, wie immer. Ausrufezeichen. Ach so. Ja, na gut, dann müssen wir ja doch hier lang. So, wir sollten uns noch mal kurz als Gruppe hinzufügen, ne? Damit ich dich auch mal finden kann, falls du darum jammerst, dass du umgekippt. Ich meine, falls wir uns verlieren. Ja. Ne? Wo bist du denn? Hier, da. Klack. Hast du? Gruppeneinladung habe ich geschickt, ja. Gottes Willen. So, nehme ich mal an. So, ich würde aber gerne noch mal ins Haus hier rein und im Keller und was zu trinken holen. Bei dem, was du hier wegtrinkst, ist ja, sind wir ja. So. Ja gut, das ist Wüste, ne? Die du hier unbedingt leben wolltest. Muss doch mal was Neues ausprobieren. So. 78 Gläser kann ich von machen. Wie war denn das hier? Mir nicht raus. Warum nicht? Ich kann hier nicht atmen. Das ist schlecht. So, ich habe glaube ich auch wieder dabei. Wieder mit I unterwegs gewesen. Wie geht das auch nicht an jeder Ecke, ne? Nee, das geht nicht an jeder Ecke. Jetzt habe ich's. Nein. 78 Gläser habe ich voll gemacht. Ich habe 14. Ja, haben wir ja. Warum habe ich die Schaufel mitgenommen? Das warst nur du. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber nein, ich weiß das auch nicht. Ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. So, können wir? Wenn ich hier jemals wieder rauskomme, ja. Oh ja. Ja, gut, das ist natürlich auch kompliziert. Wir hatten von einer Minute gejammert. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Aus dem Wasser. So, wo bist du? Von einer Tür. Ich bin hinten. Das ist doch schon wieder hier. Ah, da bist du ja. So, und jetzt geht's hier straight ahead einfach mal. Ja, aber bei mir ist das Ausrufezeichen tatsächlich hier. In der Richtung. Wo Richtung bist du? Base. Echt? Ja. Ne, Das bei mir ist verwirrt das mich gerade ein bisschen. Ausrufezeichen jetzt genau in diese Richtung. Reihe zur Siedlung, ja? Hast du auch oben rechts noch stehen, ja? Ja. Okay, aber hier ist richtig. Okay. Vertrau mir. Ja. Was bleibt mir über, ne? Kannst ja auch dem. Ich Dann sag wär's dir. schon wieder ein Geier. Das ist auch ein Kannst Geier. auch dem Geier vertrauen. Kann hier auch. Oh, ist bestimmt überall Loot in den Häusern, ne? Nee, mit Sicherheit sind die voll bis zum Rand. Guck mal, ist auch eine Kirche. Oder so. Jedenfalls da oben, das könnte man mal als Kreuz ansehen. Ja, könnte sein. So. Oh, Geier über uns. Ja, es sieht aus wie eine Kirche. Ja.
Auch schön, ne? Die Steinmauer hier drumherum. Ja, kannst du bestimmt gut zumachen. Da prügelt zwar von außen gerade einer gegen, aber... Ja, gut. Kannst auch ein bisschen brauchen. Ich vertraue jedem. Außer mir. War halt schon öfter mal mit dir unterwegs. Das stimmt wohl. Und habe ich dich bei der Wegführung jemals enttäuscht? Naja, meistens nicht. Meistens? Bin mal gespannt, wo du mich hinführst. Ich glaube, Mann, da sind wir schon zwei. Guck mal, links ist wieder eine Krankenschwester. Wenn du Medizin brauchst, kannst du sie mal fragen. Sie ruft auch schon. Ja? Naja. Na gut, vielleicht. Auch die Selberhilfe. Oh, ich sehe, du hilfst dir schon. Gottchen. Gestolpert, hilf ihm auf. Hab ich. Alles klar. Ach, falsche Taste. So, wir haben nur noch 950 Meter vor uns. Ja, es geht ja eigentlich nur. Vor zwei Kilometer sind wir gestartet. Noch nicht mal 6 Uhr morgens. Also bei mir ist. Bei mir wird tatsächlich die Entfernung größer, ne? Zum Händler. Okay, so merkwürdig. Gibt's einen anderen noch? Dann müssen wir wohl zu beiden mal hin. So, Mütze liegt. Weiter geht's. Dann gibt's echt zwei Händler. Da müssen wir bei beiden vorbei. Was ist denn hier für ein Betrieb auf der Straße? Ich sag's dir. Mit dem Speer kommen wir mal ganz gut klar, muss ich sagen. Bisschen Range. Oh, kaum sage ich's. Guck mal, wie sie sich da hin platziert hat. Ganz chillig. Wie viele Kilometer hast du jetzt zu deinem Händler? 2. Okay, ja, dann hast du echt einen anderen Händler. Mhm. Dann müssen wir wohl 2 aufsuchen. Das schaffen wir aber auch. Wir haben hier auch schon wieder ein. Was ist denn hier los? Hallo, auf dem Weg zum Einkaufen. Ach so. Komm. Freut sie sich. Wo habe ich jetzt den Fall her? Wollte ich gar nicht. Ich war ganz einfach, was? Oben? Ah, guck mal. Mein Fall hätte ich gerne wieder. Danke. Liegt sie. Oder oben ist auch ein Haus. Hier so schön. Abgelegen, ne? Schön abgelegen. Findet uns doch kein Zombie. Die riechen dich. Ja, gut. Und zu mal Füße waschen. Wir dann schon mal machen. Wir haben kein fließendes Wasser. Ach so, ja gut dann. Oh, oh, was ist denn da? Ach, ein Bär. Oh Gottes Willen, was ist denn das? Oh, ein Bär? Bär. Leder. Ich sehe da nur Leder rumlaufen. Soll ich ihn holen oder was? Ich habe 40 Schuss in der AK. Ich weiß aber nicht, wie viel der Bär braucht, bis er liegt. Ich auch nicht. Na komm her. Nur weil du es bist. Ja, komm. Mehr als. Jetzt sind wir noch nicht so weit weg von zu Hause. Armbrust. Stimmt was? Oh, da ist er. Da ist er hin. Das ging ja. Das ging. Wie viele Schüsse waren das? 7 habe ich gebraucht. Warte, meine Pfeile einsammeln, kurz. Und du deine Pfeile. Wieder, bevor du, ich habe nur einen wiederbekommen. Scheiße, ich habe 3 Stück. Naja, egal. Mit der Axt wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, es gibt Leder. Vergammeltes Fleisch natürlich. Achso, ist ja auch so ein ranziger Bär gewesen, ne? Zombie-Bär. Nicht, dass es hier noch nicht Zombie-Biber gibt, ja. Zombie-Biber. Zombie-Biber? Zombie-Biber. So, 550 noch. Also ja, Ressourcen, so Metall und so, gibt es ja jede Menge. Wenn ihr anguckt, wie viel hier rumliegen. Oh. Um es dir kurz zu sagen, diese komischen Sachen, die auf dem Boden liegen, ja, das sind Minen. Diese Bonbondosen, oder? Bonbondosen, ja. Ich hab's gehört. Ich hab's gemerkt. Oh, Noch einer, hab ich nicht gerade eine verpasst? Ich nehme mal die Feder noch mit hier, kostet ja nichts.
Ich war mir ja nicht ganz sicher, ob es Minen waren, aber ich kann dir aus eigener persönlicher Erfahrung jetzt mitteilen. Das war dann doch mal... Es sind... Sehr gut. Wissen wir Bescheid. Noch in den Augenwinkeln gesehen, dass da was lag und dann hat er schon BUM gemacht. Ich hab schon wieder Brand. Diese Hitze ist nichts für mich. Nee, wir müssen auch bald sehen, dass wir umziehen. Oh, rechts ist hier. Was ist das? Auch eine neue Stadt oder was? Oh. Das ist eine andere Stadt. Ist ja ein cooles Gebäude da. Sieht ja so groß aus. Schon wieder so ein scheiß Geier. Vorsicht! Kommt auch schon wieder. Hat ja aber. Au, 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 au. Jetzt möchte ich nicht sterben. Mann, es sind zwei. Scheiße. Boah, Drecksviecher, ehrlich. 5 HP habe ich noch und ich bin verseucht. Yippie-yay-yay. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ich schaff's noch zum Händler. Wenn nicht, musst du meine Sachen mal mitnehmen, weil da laufe ich nicht wieder her. Das kannst du schön alleine machen. Lass mal durchziehen, weil ich sehe deinen Händler ja nicht. 400 Meter noch, soweit ist es nicht mehr. Wenn jetzt nicht noch ein Geier kommt, weil noch einer und ich bin weg. Warte mal, ich nehme mal hier die. Den ich nehme mal den Geierüberzeuger. In die Hand. Geradeaus ist noch ein Cowboy. Naja, können wir umgehen. Komm her. Oh ja. Bist du mitten über den Berg? Nee, links rum vom Berg. Hier unten. Tüle ist da. Tüle ist weg, wie ich schon wieder sehe. Ja. Oh, da vorne ist schon wieder so ein aller Geier. Der kommt doch schon. Jetzt ist er, kommt er nicht mehr. Naja, gut. So, über den Berg geradeaus angeblich. 500 Meter geradeaus. Naja, dann nehmen wir den über den Berg, den Weg. Warte mal los. Über den Geierberg. Ist was. Geknört wer? Ja, hinter uns ist irgendwer. Wie viel bist du verseucht? 9,1%, ne? Hast du noch Honig getrunken? Ja. Wir brauchen mehr Honig. Wir brauchen eine ganze Menge Honig. Und was ist das hier aus der nächsten Steine? Das ist er nicht. Da hinten ist er nicht, ne? Nee. Nee, nee. Gott, ey, was ist denn das hier für eine Landschaft hier? Ach, da unten bestimmt. Ja, da unten ist er. Geier? Steht. Geier weg. Keine Lust auf die sparsame Waffe. Ging dann Geier? Ja, da kommst du dir hinter dir. Oh. Ich gerade nachlade. Wenn er so direkt vor dir rumfuchtelt, dann wird es so schwierig, ihn zu treffen. Deswegen habe ich gedacht, das machst du mal. Stimmt. So, 31 Schuss habe ich noch. Eigentlich nur für einen Notfall da, aber rechts ist schon wieder ein Geier. Mann, oh Mann, das ist ja hier hochspannend. Kommt er beim Händler auch mit rein? Weiß ich nicht. Rede mit dem Händler. Hier sieht so aus, der leuchtet hier links rüber, aber die kann doch nicht einfach nur nach oben leuchten, um die Leute anzulocken. Hier der Scheinwerfer oben drauf, weißt du? Weil da ist nichts. Ach so, ja. Lass mal rein beim Händler, würde ich sagen. Scheiße, Drecksviecher. Guck mal. Verdammt, hat nicht geklappt. War relativ knapp. So. Rede mit dem Händler. Come speak with me, friend. Was? Come speak with me, friend. Sagt er, komm, ich rede mit dir. What can I get you today? Darf ich dein Inventar sehen? Ich kann von ihm was kaufen. Hast du das Geld mitgenommen? Ja. Wir können von ihm was kaufen. Das können wir uns nicht leisten, sag ich dir. Hat okay, schon ziemlich übertriebene Preise. Habe ich das Geld auch? Wobei doch 105 Pfund. Nee, ein Stück Munition, also eine Patrone. Ein Stück Munition, eine Patrone kostet $22. Wir könnten uns zwei Patronen leisten.
Dann eine Glücksbrille kostet immer auch schon mal 1000. Eine Werkbank kannst du auch direkt kaufen. Die kostet 4000. Und ein Hubschrauber kostet 100.000. Na gut, frag mal, ob er ein bisschen günstiger macht. Die werden 65 Dollar. Meinst du, wir können ihn bedrohen und überfallen? Guck mir das mal. Darf ich dein Inventar sehen? Nicht jeder darf einfach so mein Inventar sehen. Er hat auch Aufgaben. Ja, achso, und die Aufgaben hat er ja auch. Die wollte ich mir mal angucken. Chili Hotdog. Nägel, Zement. Okay. Vergrabene Vorräte. Gut, dass ich eine Schaufel dabei habe. Abholen, seitige Zombies. Ach, kannst du auch mit rein bei Bob? Ja, ich kann bei Bob auch mit rein. Tragschrauber, tatsächlich 100.000. Alter, Tragschrauber wäre natürlich nicht schlecht. Da kannst du wenigstens überall hinfliegen, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob du mit rein kannst, aber... Oh, Bücher gibt es hier auch zu kaufen. Wir könnten mal so und sonst demnächst mal so eine vergrabene Vorräte-Geschichte mal annehmen. Weil ich meine, würde sich ja lohnen, ne? Maybe next time. Happy travel, Survivor. Der hat einen Waffenschrank. Aber ich glaube, da hat er was dagegen, wenn ich an ihm rumfuchtle, oder? Wahrscheinlich schon. Wenn du das erste Mal Dietrich rein versuchst reinzupobeln, dann knallt er dich um. Deswegen stehst du ja da, um ihn umzuknallen. Tatsächlich, hier Stufe 1 vergrabene Vorräte, okay. Bobby, wir gucken uns ja erst noch mal ein bisschen um. Den Zombie irgendwo oder wo? Vor der Tür, ja, hier drin ist ja eigentlich keiner. Du kannst auch ein bisschen was kaufen: Wasser, Hühnersuppe und so. Eine Dose Rindfleisch. Ach ja. Kannst auch mal mit der Spitzhacke gegenschlagen. Ich hab noch eine Schaufel gefunden hier im Auto. Oh, sehr gut. Beschwert er sich, wenn wir den hier abluten, den guten Bob? Nee, das können wir. Das ist frei verfügbar, da können wir alles raustragen. Na ja, gut, dann ran. Ich weiß, auf dem Baum ist. Du hast eine schöne Schaufel, ich krieg ein Nähset. Ne? Da weiß ich ja, wo die Rollenverteilung so ist. Ich habe auch noch eine Matratze für mich gefunden hier zum Schlafen. Na gut, leg dich hin. Kannst du dich auch Bettchen? Du kannst ein Bettchen. Kann man sich auch ein Zimmer nehmen oder was? Du kannst dich auch ein Zimmer nehmen. Gleich ist einer drin, pass auf. Ja. Da waren noch zwei Stühle drin. Und hier ist ein Schreibtisch drin, aber ist leider leer. Oh. Und hier ist ein leerer Raum. Der hat zwar eine Tür, eine richtige, aber. Automatenvermietung zu interagieren. Was? Mit Automatenvermietung? Name. Sammeln. Okay. Automaten mieten? Achso, ja, wahrscheinlich zum Ware selber verkaufen. Und wenn du einen Händler hast, weißt du, wenn du dann hier mit mehreren unterwegs bist, dann können die halt hier deine Sachen kaufen. Ich schätze mal, das wird das sein. Ich guck mal die andere Seite an hier. Aber... Hier röchelt schon wieder einer. Oh, hier ist ein bisschen Messing fliegt hier rum. Ist nichts, ne? Wunderschön, alle. Die Werkbank ist hier. Da kannst du Farbe, Gärungsalkohol, Schießpulver und so kann man hier herstellen. Braucht man Kohle und Nitratpulver. Was geht hier eigentlich? Den Bauplan dafür haben wir ja auch schon, für die Chemiebank. Ja. Ach, da ist die drin. Da war noch ein Zementmischer 2 weiter. Habe ich gerade gesehen, ja. Kann man sich nur einstecken oder kann man nur durchsuchen? Nee, kannst du nur durchsuchen. Da, oh, hier ist. Oh doch, da ist ein Bauplan Zementmischer drin. Cool. Oh, sehr gut. Und Lebenboden. 207. Ja, und das, was nicht angenagelt ist, ne? Ist unsers. Das wird hier rausgeschleppt. Ich will auch mal wieder in der Mülltonne rum. Bin mir für nichts schade. Oh, musste, hast ja keine Wahl. Jetzt auch nochmal. Ja, ist doch gut. Hier ist die Küche. Ich weiß, hier, oh, hier ist Kaffee. Für jeden ein, ne? Ich bin da gar nicht so. Wie gibt's ja richtig was? Geh mal kurz und das hier eigentlich. Gelbe Farbe. Viel Spaß. Danke, es hat Anna trübes Wasser und eine Pistole versteckt. Über die Küchenschränke, die will ich mal. Nett. Was hast du gesagt mit dem Schraubenschlüssel? Welche Ressourcen? So Toilettenschüsseln auch? Waschbecken und so, ja. Toilettenschüssel weiß ich nicht, könnte sein. Ein Toilettenschüssel machen? Ach, hier drin kannst du dir nichts abbauen, ne? Da hat er natürlich was dagegen, wenn ich ihm seine Möbel hier rausschleppe. Der ist gute klar. Bob. Verstehe ich gar nicht.
Na? Röcheln klang so. Nee. Nee, nee, hier oben ist so nur wahrscheinlich so eine Atomknopffabrik oder so, wo du mal drauf drücken kannst, aber. Oh, ein Footballhelm habe ich gefunden. Den ziehe ich mir gleich über. Oh, ich hole hier, hier ist noch ein Dollar. Wir könnten uns 3 Patronen leisten. Ich bin begeistert. Ne? Guck mal, sieht das besser aus? Ja. Habe ich bei nachts, wenn ich mich hinlegen muss zum Schlafen, keine Albträume, nicht mehr so eine Angst. Geht's auch aufs Dach hier. Aber so mittelmäßig spektakulär bisher. Da ist noch ein Bär. Noch ein Bär. Was ist denn hier los? Wo kommen die ganzen Bären her hier? Ganz oben ist nichts mehr drauf. Ja, so viel zu Bob, hä? Das war's hier bei Bob, ja, ja. Wollen wir einen Auftrag annehmen oder wollen wir schnell zu deinem Händler und dann da einen Auftrag annehmen? Weil wir müssen ja deinen auch nochmal abklappern. Ja, ich meine, wird dasselbe vermutlich sein, aber nur, dass wir dann endlich mal die Mission da weg haben. Genau, Quest halber könnten wir es mal eben machen, aber... Ja, lass uns doch schnell zu deinem. Wie lang ist er, wie weit ist er weg? 2 Kilometer? Naja, 2,4. Naja, du führst uns den Weg, das brauchen wir zwar ein paar Kilometer, aber... Das wird ein bisschen dauern. Die mit ihrem Geklopfe hier, nicht? Ne? Knall den gleich in den Haufen. Ja, machen wir auch. Ehrlich? Ja, gut, dann schieß ihn. Das sind 2. Nice. So, Bob, bis später. Bobby, mach's gut. Und uns Vergnügen. Was ist im Briefkasten? Papier. So, dann. Bär, Bär, Bär. Macht der da? Weiß ich nicht, was der Bär da macht, aber... Der Bär. Wir sollten es nicht unnötig riskieren, auch wenn du da deinen überzeugenden Dings hast. Lass uns rechts hier vorbei am Bären. Wie so eine Schlange irgendwo. Ja, ich höre sie gerade. Vor mir. Was ist denn das hier für eine Wildnis? Erwischt. Oh, jetzt regnet's. Ja. Nee. So, dann bringen wir uns mal ganz schnell zum... Die Eile, was macht der Bär? Der Bär, chillt. Lassen wir leben, oder was? Den lassen wir leben. Ich habe nur noch 30 Schuss. Die müssen reichen. Wir müssen noch 2 Kilometer durch die Walachei juckeln und dann müssen wir noch wieder zurückjuckeln. Wir werden schon wieder vom Geier verfolgt, wie es aussieht. Oder? Ja. Zwei. Einer ist weg. Jo. Oh, Drecksdinger, ey. War da, nachher eskaliert. Jetzt habe ich nur noch 24 Schuss. Und 12 Leben. Das wird echt eine heikle Geschichte mit dir hier. 200 Meter haben wir doch schon. Gehen wir mal hier den Fritzen da. Oh, schon Geier. Da. Da kommt er schon wieder. Sehr schön. Aber meine Ausdauer reicht leider nicht so lang. Ich muss das mal zwischendurch wieder aufladen. Oh, hier ist ja auch hier. Der Teufel los, ne? Ja, hast du die andere Stadt. Du läufst doch mit in die Stadt rein. Na ja, sicher. Los geht's. Okay. Hast du Ausdauer? Alter, ist hier was los? Sind auch Hunde und so ein Scheiß. Machen wir hier ein bisschen außen rum? So mal schnell durchlaufen halt, ne? Ja. Oh, hier ist er. Nachbarin. Nachbarin. Amazon. Ey. Achso. Oh, ich muss nachladen. Was ist denn? Junge, ist das nervig. So, wie viel haben wir noch? 1,7 Kilometer oder was? 2, ne? 2 noch. Müssen wir hier ein bisschen... Ja, los jetzt. Im Spurt. Cool hier, voll das riesen Steingebäude mit so einem Turm dran. Du sagst Bescheid, wenn du nicht mehr dranbleiben kannst. Ich sehe ja, weil du weg bist, alles gut. Ich muss zwischendurch nur mal Ausdauer aufladen, hatte gerade einen Geier hinter mir, alles gut. Also, wie sehe, hast du auch schon wieder einen. Oh nein.
Scheiße, ey. Die ganze Munition an den Geilen durchbreiten wollte ich eigentlich auch nicht. Nee. Oh, Militär. Wow. Ich wollte gerade sagen, oh, Militärbase. Bumm, da lag er da. Ich habe auch nur nach oben geguckt wegen den Geiern, ey. Soll ich alles mitbringen? Ja, ich kann alles mitbringen außer Papier. Ja, das ist gut. Ich bin natürlich jetzt überladen, ne? Nochmal dazu. Ich kann ja auch gerne ein bisschen entgegenkommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dich gefunden habe, wenn du mich gefunden hast und wenn wir dann uns gefunden haben. Richtig. Und dann beim Händler sind vielleicht. Und dann beim Händler sind, genau. Das kann sich vielleicht nur noch um Stunden hinziehen. Bis gleich. Na gut, bis denn. Ich laufe dir nie wieder hinterher. Warum denn nicht? Ja, guckst du mal, wo du uns hingeführt hast. Wir sind hier, warte mal, ich kann gar nicht mehr raus, um unser Zuhause zu sehen. Da oben sind wir. Nee. Ja, es war weit, da kann ich. So straight ist halt gegen sie mal hergerannt. So, der nächste Händler, klopfen wir mal an die Tür hier. Oh, dass wir schon gleich Nacht haben, muss ich dich wieder nach Hause kriegen. Ey. Rede mit Händler. Ihr wohnt ja auch hier in dem Wohnwagen hier? Der wohnt da bestimmt auch. Hier sind Heidelbeerpflanzen, die, Die knallst du erstmal beim Haufen. Ich geh mal rein hier. Ja, lenk ihn mal ab, ich will die Heidelbeerpflanzen, aber die krieg ich nicht. Oh, Jen? Hallo, Jen. Jen möchte gerne. Waren die Munition? Ich glaube, die will die gleiche Kohle haben, ne? Ich habe 8 Ziegel hier, fertige Eisenbarren gefunden. Oh, nice. Ich durchsuche die Bude in der Zeit, während du dich mit Jen vergnügst, ne? Dann mach aber die Tür bitte noch zu. Ich möchte meine Ruhe haben hier. Was hättest du wohl gerne? 4000 für eine Werkbank. Alles klar, Jen. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich hab sie bis hierhin gehört. Das ist schön, das ist schön mit ihr, dich vergnügt. Ja, ja. Sie war wohl nicht so ganz zufrieden. Verstehe ich gar nicht. Vergrabene Vorräte. 400 Meter. Ach, hier steht sogar in welcher Richtung. 400 Meter Osten. Osten ist leider die falsche Richtung. Nicht direkt. Wir sind die ganze Zeit nach Westen gelaufen, oder? Ja, ja, stimmt. Osten ist. Aber wir müssen hier wieder zurück, wenn wir es ausgegraben haben, ne? Ach so, ja, stimmt. Und ich weiß nicht, Osten 2 Kilometer abholen. Ja, das nehme ich mal. Scheiß der Hund drauf, ne? Ja. So, und einer unserer Agenten musste seine Lieferung hier verstecken. Funeral Home 01, hä? Sie haben eine nicht ganz fertige Bezeichnung. Ich weiß, was das, glaube ich, sein könnte. Okay. Besorgt die Sendung und bringen sie zu mir zurück. Das Funeral könnte sein, wo wir gewesen sind. Also das Gebäude, weil das war da auch Funeral schon oben drüber, weißt du noch? Ja, kann sein. Kann sein, dass es das ist, weil mit 2 Kilometern kommt sie auch fast hin, wie weit es weg ist von unserer Base. Schwierigkeit Mittel, ich nehme die jetzt mal an. Ja, nehme die mal an. Oh, hier noch ein Bauplan mit Betonmischer. Ah, dann können wir es ja, weiß ich nicht, beide lernen. Ich weiß gar nicht, ob das für beide zählt, wenn man es hier einmal gelernt hat. Der Müllcontainer ist schon wieder leer gemacht, wie ich sehe. Hi, Jen. What can I get you? Die verkauft immer einen Cowboy-Hut mit. Kannst du nur sehen. Oh, Wildbret-Eintopf. Das ist aber teuer. Aber der gutes Werkzeug ist zwar arschend teuer, aber der gutes Werkzeug. You know, a few things turned up missing the other day. Na gut. You don't know anything about that, do you? Warst du auch in der Butze schon drin? Oh, hier ist das Schmelze. Ja, ja, in der Butze war ich auch schon. Hier sind 19 Eisenrohre in der Schmelze und ein Bauplan für die Schmiede, ne? Oh, wenn wir mal gleich zu deinem Dings hierher gelaufen, hätten wir uns die ganze Ackerei da hinten sparen können. Wobei, so schlimm war es ja nicht, aber... Das stimmt wohl. Also, ich möchte nicht drängeln oder so, aber... Wir müssen zurück, ne? Wir essen zeitig zu Hause. Gut, da will ich auch nicht zu spät kommen. Also, A, habe ich selber, schmacht ohne Ende und... Wenn du erstmal einen Wildbret-Eintopf zauberst, dann will ich das nicht verpassen. Ja, das dauert aber noch ein paar Jahre. Jahre. Ich weiß nicht, ob ich so lange Lust habe zu warten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Rückweg.
unsere Händlermissionen haben wir jetzt erledigt. Richtig, und du hast ja schon eine angenommen, die können wir dann den nächsten Mal abschließen. Ja. Aber ja, ich würde sagen, erst in 3 Tagen, wenn wir nicht mehr leben. Ja, stimmt, erst nach Tag 7, ne? Richtig. Immer alles schön eklige jetzt auf nach Tag 7 verlegen, kommen wir eh nicht mehr zu. Richtig. Ich baue, baue ein ganz großes Haus, aber nach Tag 7. Ach, wie schlimm kann es werden, du schaffst das schon. Das sehen wir dann. Alles klar, dann machen wir uns mal auf den langen, ekligen Rückweg. Ja, die Fahne ist direkt neben unserer Base, kriegt einer auf dich zu. Trittst du mal mit dem Fuß drauf? Ah, hat sie auf den Rücken gelegt. Das ist angenehm in der Sonne. Ja, im Regen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo, und denkt an den Daumen, wenn ihr Spaß hattet. Bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.